This part of town's run by a man named Tony D'Orazio. From what I was able to piece together, he's a real fucking weirdo. Some kind of savant when it comes to numbers. Then he must be the one who runs Lou Marcano's books. Runs his books, launders his money. Hell, he even manages Lou's relationships with city officials. It's Tony's job to make sure their asses stay greased. How do I get to him? Well, that's where things get interesting. Tony lives in the penthouse on the top floor of the Royal Hotel. Elevator access is restricted, and the rest of the hotel's crawling with Tony's goons. Well, he can't stay up there all the time. I'm gonna need a schedule for when he comes and goes. I've been watching this cocksucker for a month now, and he's left exactly one time. That was because one of his men fucked up. Took a pipe to the poor bastard's left arm. Well, looks like he's got a front business he uses to issue bribes and launder Lou's money. And another one that soaks up funds from the city. I hit him. He overreacts, then I get my opening. And fuck up things between him and Lou in the process. Be careful with this one. Just because Tony's a goddamn spastic doesn't mean he won't cut your balls off if given the chance. Really? Shrimp. What you call me? I have a subscription. You don't wear continental clothes or Stetson hats. Repent. Ach. Ach, die Mucke. So haben wir das auch. Repent. The wrath of Jesus. The commandment will burn. Attention. John Donovan. Alles klar. Raider mit Lenny Davis. Ach, guck mal, hier sind sogar zwei Dinger. Lieutenant Tony D'Orazio. Und Tony D'Orazio läuft die Innenstadt wie ein gut geölter Motor. Er gehört zu der Sorte Lieutenants, die selbst angesichts eines hitzigen Kapus wie Onkel Marcano die Ruhe bewahren können. Lou verlässt sich darauf, dass Tony sich um die finanzielle Aspekte seiner Operation kümmert. Wenn Tony aus dem Raum ist, entlarvt das Lou's Schwächen. So, hier sollen wir hin. Cops. Alter, was ist das denn für eine... Okay, ist ein bisschen sehr schmutzig, aber ist eigentlich ganz cool. I heard you have information for me. The name's Lenny Davis. I work in the city clerk's office, and your friend said you could help with this guy blackmailing me. What kind of juice makes you someone worth blackmailing? My office approves new projects under development. I fucked up, cheated on my wife, and this guy, Jimmy Kavar, filmed it. Come to find out, the girl worked for Kavar, too. And now he owns you. He's forcing me to rubber stamp phony building projects and cash the checks for his company, Kavar Construction. Probably seen the signs over where they're building the new city hall. Thing is, Kavar doesn't really come around unless there's a problem. Don't worry. I'm pretty good at causing people problems. Some of his men hang out around downtown. Look, I ain't a bad guy. I just made a mistake is all. Keep your head down, Lenny. I'll pay Kavar's men a visit. See what they know. Kavar's people will know more about what he's doing than I will. Alles klar. So far, so good. Baumaterial. Baumaterial einsammeln. Schade, dass die Musik aufgehört hat. Hätte ich gern weitergehört. So, hier haben wir den Shit.
Na, schade, dass die Karre ein bisschen kaputt ist. Ich glaube, wir brauchen gleich eine neue. Ich meine, es ist ja eine feine Gegend, ne? Vielleicht findet man hier irgendwo eine neue geile Karre. Wie? Die neben mir. Gut, ein bisschen angeschrammt. Aber nichts, was sich nicht weglackieren lässt. Hallo? Yes, we need help, right away. Attention all units, reports of a car being stolen in the French ward. Suspect is described as a Negro male. Ah, der ist schon schick hier. So, hier rein, oder wie? Ah ne, das ist der Hinterhof, alles klar. Here's up. Oh. I'll get the boys down here. Just go yours, boys. Das könnte problematisch werden jetzt. Say goodnight to the asshole. Go, go, go! Fuck is empty! Let him have it! Get away from here! Spider-Man! Oh, hell! Give me a... Too many of us left. So. Ich muss da erstmal raus. So. Haben wir schon ein bisschen Damage gemacht? All units, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Ups. Ruckel, ruckel. Oh, da ist noch so ein Truck zum Zerstören. Und Playboy-Heft. So, wartet mal. Ich sammle erstmal alles ein. Und weißt du was? Ich glaube, ich brauche die Pistole. Weil die Uzi gibt es hier nicht so oft. Moment, Sammlung angucken. Was haben wir denn gesammelt? Wir haben das hier gesammelt. April 65. Schick. Ein netter Hintern. So, wie wäre ich jetzt eigentlich eine Granate? Also, genau. Das war keine Granate im Moment. Nein, 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 nein. Hä, hey, wechsle ich das denn? Achso. Da war ich eventuell etwas zu nah dran. Ups. Was ist das da? Schicke Karre. Na, ganz nett. Nehme ich mal. So, hätten wir das. Was ist das hier? Zerstöre den Kran von Carver Constructions. Huh, was haben wir hier? Hier? Ich meine, es ist ja direkt neben uns, ne? Oder weißt du was? Ist hier irgendwie so ein Ding? Wäre vielleicht ganz gut, das zu machen. Ich meine, dann sehen wir auch alle Gegner, die in der Gegend sind. Das ist dann ganz gut. Es bringt nur Vorteile quasi. Moment. Wo ist denn dieses Schaltding? Verteilerkasten. Ist der nicht hier? Der ist angeblich 20 Meter unter der Erde. Hä? What? Hier gibt es aber keine U-Bahn, oder doch? Nee. Hier kann man auch nicht ins Gebäude rein, oder? Nee. Definitiv nein.
Ah, wisst ihr was? Hier ist doch so ein Ding. Scheiße, scheiße, wie kommt man denn da hin? Also im Ernst. Moment. Wow. Alles klar. Das ist sehr gut versteckt. Ah, fuck, das war nicht das Beste. Jetzt denken wir uns die Karre hier. Die sieht ganz geil aus. So, jetzt sehen wir auch alles, was hier in der Gegend ist. Aber hier ist nicht so viel. Na gut, komm. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Nein! Ah, fucking Cops. Was ist das denn? Truck zum Zerstören? Okay, um den kümmere ich mich später. I'm trying to help you out. Fucking leave. That right there's a boy who knows his place. Wie komme ich denn da hin? Hier sind ja überall welche. Love that park in the hot. Fuck you doing back here. See ya. Always rode the Ferris. And now you're done. Run, grab and blow that bitch in half. Fucking hell. Na gut. Fucking out the whole team. Das musste wohl passieren. Unumgänglich. Bei mir. Oh shit. Fuck, Wachposten alarmiert. Oh, das könnte schwer werden. All units, search is called off. Repeat, abandoned search. Return to patrol. Ich weiß, dass du hier bist. Oh oh. Ach du Scheiße. Weg, 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 weg. So, haben wir hier noch was? Vielleicht irgendwie so Munition oder so? So. Oh. Open Sesam! Komm ich denn hier hin, Alter? Ich glaub nicht, dass ich hier hin soll. Ja, ich glaube, ich soll ich hier nicht hin. Und kann man sich vielleicht mal für später merken. Do your
fucking job and find him. Von wo kann ich hier Leben finden? Hier sind Leben, ne? Ja, hier sind Leben. Das brauche ich nämlich gerade am dringendsten. So. Ups. Controller leer. Oh oh, oh oh. Nochmal. Warum explodiert der nicht? Der explodiert hier gar nicht. Kann der überhaupt explodieren? Moment. Oh. Ja. Mach's irgendwie komplizierter, als es tatsächlich ist. So, verschwinde sofort, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Nein, 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 nein! Mein Controller ist aus! Nein! Wow. Alter Vater. So. Das ist jetzt ganz ungünstiges Timing gewesen. Meine Fresse, hab ich war doch fertig, quasi. Greenlaw West. Fucking shit. Muss ich das? Ich muss das nochmal machen, ja, natürlich. Oh, pass mal auf. Diesmal machen wir es ein bisschen anders. Okay, weg hier. Weg, 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 weg. Jetzt habe ich ganz schön Scheiße gebaut. Fuck, von wo kommen die denn? Auf. Ach, fucking. Oh! Zeig deinen Kopf. Dankeschön. Get that stupid son bitch. Here! Over here! Meine Knarre. That boy is mine. Look who I found. Von der fucking Waffe verprügelt, ha? Huh? Oh, leck mich am Arsch. Alter, wie viel Verstärkung die hier haben. Puh. Come on.
Ja, eine Pistole auf dieses Stunt schießen, nicht so eine gute Idee. Ich weiß. So, jetzt habe ich auch die Gelegenheit, hier ein bisschen mehr mich umzuschauen. Zum Beispiel, was ist denn alles hier? Ich meine, guck mal, wie viel hier ist. Hier ist noch eine Waffenkiste. Hier liegt noch Kohle. Oben in der Etage ist anscheinend auch noch was, aber ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Da oben kommt man hoch, also hinten. So, vor allem ist da hinten irgendwo ein Sammelobjekt. Ne. Ich bleib jetzt erstmal bei der Waffe hier. Weil die erweist mir gerade gute Dienste. So, hier ist nochmal Leben. Guck mal. Gerade das haben wir gerade dringend nötig. Was ist unter mir? Habe ich hier irgendwas übersehen? Das wäre verwunderlich. Moment, hä? Ich bin doch schon ganz unten. Ach nee, bin ich nicht. Ach guck mal. Konnte ich nur Geld übersehen? Sehr, sehr untypisch für mich. Machen wir es mal folgendermaßen. Ich mach mal das Ding hier dran. Ungefähr so. Dann schaue ich meinen Arsch hier weg. Aber ich nehme die Waffe noch mit. Vorher muss ich auf den Typen hier aufpassen. Einfach weg hier, einfach weg. Ja, schieß ruhig auf mich. Das bringt dir nichts.